Es wird Zeit, das Bonuslevel des Sumpfes anzugehen. Hier in einem neuen Part von Raymond 2 The Great Escape. Willkommen zurück. Jetzt geht's hier weiter. Und ich muss euch leider enttäuschen, falls ihr jetzt was anderes erwartet habt, denn das Bonuslevel ist immer das gleiche. Aber vielleicht ja nicht die Belohnung. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden, indem wir einfach den guten Piraten mal wieder davonlaufen wie eine Rakete. So, ab geht die Post. Ich glaube, das ist sogar immer ein anderer Weg. Aber da kann ich mich auch täuschen. Also beim letzten Mal sind wir ja auch schon hier durchgelaufen. Aber manchmal nimmt er auch einen anderen Weg, also kommt immer drauf an, ne? Ne, aber diesmal scheint es wohl doch der gleiche zu sein, okay. Aber vielleicht ist die Belohnung ja eine andere, wir werden sehen. Im letzten Part haben wir ja eine Lebensenergie-Erweiterung erhalten. Das heißt, damit können sie jetzt nicht glänzen, aber ich glaube, genau das haben sie jetzt wieder vor. Da versucht man mir jetzt echt die Energie wieder aufzufüllen. Was für Halunken sind das denn bitte? Ja, wunderbar. Also, Belohnung, keine. Bonuslevel trotzdem geschafft. Dann hätten wir das also erledigt. Zurück in die Halle der Türen. Sehr gut, richtig schön. Eine Minute des Parts schon mal wieder verschwendet. Weiter geht es mit die Zuflucht von Wasser und Eis. Hui. Und da merkt ihr sicherlich schon am Namen, dass dieses Level ein besonderes ist. Was es damit auf sich hat, erfahren wir dann gleich. Cutscene. Sei gegrüßt, Rayman! Habt ihr euch geeinigt? Bist du der echte König? Mehr oder weniger. Wir sind nun besser organisiert. Du bist nun im Saal des Rats der Kleinlinge. Hier könntest du einen Weg in andere Welten finden. Die Reise benötigt Mengen von Energie. Aber ich sehe, du hast viele Lumps gesammelt. Bereite dich darauf vor, eine neue Welt zu entdecken. Uiuiui. Also wenn die mit so einer großen Tür verschlossen wurde, will ich gar nicht wissen, was sich dahinter befindet. Oh. Sesam. Los, geh hinein! Öffne dich. Und wir sind in Resident Evil. Türöffnungsanimation. Nee, wohl ja nicht. Okay. So, jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, wie viele Käfige. Ach, hier oben kann ich das einblenden. Okay, 50 Looms, 2 Käfige. Käfige sind ja eher wenige da, das heißt, wir werden wahrscheinlich viele lose Looms finden. Der erste ist direkt hier hinten. Sehr gut. Mit den ersten 3 Looms sogar. Wow. Nicht schlecht. Oh, Alter. Ja, das hat mir sogar Leben abgezogen. Was ist denn das für ein Viech? Alter, die können mich verletzen, ey. Das ist ja ein lustiges Detail. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Gut, also lassen wir es mal lieber nicht mehr von den Viechern hier erwischen. Eieiei, da geht's ja direkt zur Sache hier. Und der hat einen Bohrer an der Hand. Oh Mann, oh Mann. Boah, hat er viel Leben. Krasser Mist. Wird Zeit, dass wir mal wieder ein Power-Upgrade hier kriegen, wa? Würde ich mal behaupten. Ah. Ich glaube, später in der Rayman Revolution-Variante kann man mit den Looms Upgrades kaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da fällt mir ein, wir müssten eventuell mal wieder den L-Knopf drücken. Machen wir, sobald dieser Kampf hier vorbei ist. Eieieiei. Okay, jetzt habe ich ihn aber. Wo ist er? Und tschüss. Nein, doch nicht die Krabbe, du Vollpfosten! Alter Falter, du. Okay, so. Dieses Level hat mit Abstand einen der geilsten Tracks im ganzen Game, kann ich jetzt schon mal sagen. Herrlich. So, drücken wir mal L. Bam, naiv. Violette Looms halten die Welt zusammen. Ohne sie könnte man nichts sehen oder anfassen. Mit deiner magischen Faust kannst du durch die Luft springen, indem du sie dir nacheinander schnappst. Such noch 42 weitere Looms. Und wir gehen nochmal eben, kann ich hier irgendwie zurück? Genau, weil... Genau, hier, da waren wir ja. Wir haben ja schon ein paar Tipps erhalten hier. Erst musst du verstehen, dass die Welt aus Energie besteht. Alles, was sich um dich herum bewegt, lebt und denkt, erhält seine Lebenskraft von den kleinen magischen Lichtern, die wir Looms nennen. Kommt bestimmt von Lumina oder sowas. Es gibt 4 Arten von Looms. Die wichtigsten sind die gelben. Von ihnen gibt es 1000 Stück. Naja, jetzt nicht mehr. Sie verleiten Wissen an diejenigen, die sie sammeln. Außerdem können sie auch Türen an unbekannten Orten öffnen. Die roten Looms sind voller Lebensenergie. Sie können dein Leben verlängern. Die Piraten sind ganz wild auf sie. Vernichte die Piraten und du kannst alle roten Looms einsammeln, die sie für sich gestohlen haben.
Genau, ja. Soweit sind wir. Noch 42 weitere. Dann erhalten wir den nächsten Tipp. Jetzt geht's weiter mit dem Level. Ja, echt schade, was der Klingbart da gemacht hat. Ist der einfach so ein Lumen auf? Ist ja unfassbar. Was für Folgen hat das für die Welt? Werden wir wohl noch herausfinden. Okay, so. Ab in diese Höhle hier. Bevor wir da oben weitergehen, erstmal ins Wasser tauchen. Hier geht ja auch wieder einiges ab. Komme ich denn da runter? Muss ich gedrückt halten? Ja. Okay. Und wieder etwas hoch. Geht denn das Ganze hin hier? Meine Herren. Eine rote Lungenkette. Und wir sind in einer kleinen Höhle mit einem Käfig. Habe ich alles eingesammelt? Ja, danke Kamera. Super. Das hilft mir beim Umsehen, dass ich dich nicht benutzen darf. Aber ich glaube, ich habe alles. Dann geht's jetzt zurück. Ich hoffe, die blauen Lumps sind noch da. Sonst kriegen wir jetzt ein Problem. Nö, sind natürlich nicht mehr da. Aber das kriegen wir auch so hin. Da ist nämlich noch einer. Jawoll, jawoll. Perfekt. Hoch mit dir, hoch mit dir. Bleib nirgendwo hängen, bitte. Okay. Dann hätten wir das auch. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Nee, okay. Dann aus dem Wasser raus. Und dann schaue ich mich hier oben auch nochmal eben um. Aber sieht so aus, als wenn wir alles eingesammelt haben. Dann geht es jetzt die Leiter hoch. 22,2. Ah, wir haben ja schon beide Käfige gefunden. Sehe ich jetzt gerade. Oh Mann. Dann brauchen wir uns ja gar nicht mehr auf die Käfige konzentrieren. Jetzt können wir gechillt hier die Lummensuche vorantreiben. Und man sollte auf jeden Fall nicht ins Wasser fallen. Dieses Schild signalisiert immer, dass Gewässer unsicher sind und wir sterben und elendig verrecken, wenn wir hineinspringen. Und da ist auch schon der nächste Gegner. Habe ich eben die Kamera irgendwie verstellt? Ich komme mir so vor, als wenn die so nah dran ist irgendwie. Naja. Soll uns nicht weiter stören. Okay, der ist im Monis. Zwei Türen, einmal da. Und hier hängt ein Schild. Können wir das lesen? Ja. Müll abladen umsonst für jeden, der herausfindet, wie man die Tür öffnet. Ja, cool. Ich habe zwar keinen Müll dabei, aber warum nicht trotzdem mal die Tür öffnen? Ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer. Erstmal sammeln wir den hier ein. Der ist echt geschenkt jetzt, ne? Der Fünfer hier. Voll unnötig. Hier haben wir ein Piratenfass. Damit können wir ja die Türen ganz einfach öffnen. Erstmal die hier vorne. So, dahinter befindet sich ganz schwer gesichert und versteckt eine magische Kugel. Und die Musik hat sich geändert. Das ist eine Magiekugel. Oh Mann, ehrlich jetzt. Stelle dich genau davor, um sie zu greifen. Willst du sie in die Luft werfen, drücke A. Willst du sie nach vorne werfen, drücke B. Ach was. Setze die Kugeln auf die Sockel derselben Farben, um die Tempeltüren werden sich öffnen. Und verlierst du eine, geh, wo du die genommen hast. Geh, wo du die genommen hast? Hä? Dort wirst du sie sicher wiederfinden. Und ich kann echt nicht lesen. So. Setze die Kugeln auf die Sockel derselben Farbe. Jawohl, werde ich schon tun. Keine Sorge. Lass mir doch erstmal den Weg dahin. Ne? Also echt schwach von den Piraten, wenn sie das hier schon so verstecken. Und ich denke mal, dass sie das waren, weil sonst würden ja da keine Schilder hängen. Die Türen einfach so zuzukleben, sag ich mal. Die Pulverfässer noch bereitzustellen. Und dann das Ganze wiederum. Wow. Kämpfe, die Freiheit. Ach, jetzt ist es schon wieder weg. Ja. Und das als Absicherung für so einen Tempel zu nehmen, ist schon eher schwach, ne? Wehe, der Gegner kommt jetzt wieder. Nee, okay. Das hätte mich jetzt echt aufgeregt. So, komm her, du Fass. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Die andere Tür ist nämlich ganz da hinten. Oi, oi, oi. Ich finde auch Raymonds Geräusche einfach herrlich, wenn er dann so ein Fass trägt. Dann immer so. Das ist cool. So, ich hoffe, das reicht. Jawohl. Wo ist die blaue Kugel? Was macht die denn? Die leuchtet blau. Oi, oi, oi. Zack. Na, heb doch auf. Okay. Fand auch gut, wie die Kugel so absolut aussieht wie eine Kugel. Also für mich ist das eher so eine Art Wolke. Aber das ist einfach die Auflösung. Da kann man nichts dran machen. Bitteschön. Und da geht die Tür auf. Großartig. Weiter geht's, hier in der Zuflucht von Wasser und Eis.
Oh, jetzt wird's aber majestätisch hier. Guck mal, da vorne ist sogar schon das Weltall. Oder irgendeine magische... Irgendein magischer Ort. Eieiei, die haben sie jetzt aber echt einfach hier hingelegt. Naja, soll mich nicht stören. 40 von 50, 10 fehlen noch. Ab geht's in den nächsten Abschnitt. Was auch immer das sein mag. Hier ist ein Murphy-Schild. Siehst du diesen Abhang? Er ist sehr glatt. Du verlierst bei Seitwärtsbewegung die Kontrolle. Beschleunigen, drücke den Control-Stick, bremsen, drücke den Control-Stick. Ich glaube, diese Steuerungserklärung war super hilfreich für dich. Während du rutschst, Hubschrauber nicht nutzbar. Ja, warum sollte ich den beim Rutschen auch benutzen? Kann ich doch benutzen, wenn ich springe. Okay, jetzt kommt eine Rutschpartie auf uns zu. Eieieiei. Dann machen wir mal. Okay. Und dieser Abschnitt ist mal wieder gar nicht so einfach. Ja, perfekt. Und die Lumps sind auch richtig mies. Zum Beispiel der hier, ja. Richtig schön reingeschissen. Jetzt holen wir nochmal eben die hier und dann lasse ich mich irgendwo fallen. In der Hoffnung, dass das auch klappt. Natürlich nicht. Komm schon, wir müssen sterben. Jawohl. Ich will den einen Loom da noch mitnehmen. Also wenn wir schon 100% machen, dann aber auch richtig. Ha. Oh. Jawohl, geht doch. Ist doch gar nicht so schwer alles. Man muss nur wissen, wo sie sich befinden. Oh, das wird nicht die einzige Rutschpartie bleiben. Da kann ich euch jetzt schon verraten. Oh, Gott sei Dank. Noch 4 Stück. Wo sind die? Mistviecher. Da oben. Oh, verdammt. Aber das waren nur 3. Da fehlt ja noch einer. Oh nein. Sag mir nicht, ich habe einen vergessen. Bitte nicht. Das wäre echt schlimm. Boah. Der Weg dahin ist auch echt scheiße. Rüber da. Jetzt die Frage, soll ich abspringen oder einfach springen lassen? Ich lasse mich mal springen. Ja, okay. Das funktioniert sehr gut. Uns fehlt noch einer. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Jetzt wird's aber hier eisig, du. Aglagel, Wächter der Zuflucht von Wasser und Eis. Verdammt. Wir kriegen es mit einem Boss zu tun und mir fehlt noch ein Dumm. So ein Ärger. Okay, wir müssen ihn nach oben drängen, indem wir diesen Lumps hier folgen. Eigentlich gar kein Problem. Eigentlich überhaupt gar kein Problem. Hab ich ihn schon besiegt? Ja. Boah, war der schwer, ey. Der schwerste Boss in der Geschichte von 3D Jump'n'Runs. Er brauchte nicht 3 Treffer, sondern nur 1. Und der war nicht mal direkt auf ihn gerichtet. Wo ist jetzt der letzte Loom? Ich habe so den Verdacht, dass der hier tatsächlich noch ist. Eieieiei. Hier wird schon wieder mysterious. Da ist er. Haha, geil. Damit hätten wir auch hier alle gefunden. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal, was dieser Wächter, das war knapp, so bewacht hat. Eine der 4 Masken.
sind wir denn nun gelandet? Es wird immer mysteriöser hier. Hallo, ich bin Polokos, das Bewusstsein der Welt. Aha, du hast die erste meiner vier Masken gefunden. Weit entfernt kann ich nur in Träumen zu dir sprechen. Bringst du mir die letzten drei Masken, erwache ich. Und helfe dir, die Piraten zu bekämpfen. Mann, ist der hässlich. Und der Typ soll auch noch die ganze Welt hier erschaffen haben. Fürchterlich. Aber Hauptsache, er trägt diesen gleichen Hut wie dieses Viech, was in den Sümpfen des Erwachens sitzt. Naja. Ululu. Oh, der Typ sollte echt mal eine Pizzeria eröffnen. Ich glaube, das könnte der ganz gut. Sei stark, das Schicksal der Welt liegt in deinen Fäusten. Aber sowas von. Das ist auch mal ein Grinsen, ne? Meine Herren. So, Score! Die Zuflucht von Wasser und Eis. Natürlich alles gefunden. Das Bonuslevel würde ich am liebsten nicht spielen. Muss ich das denn spielen? Weil es bringt mir ja nichts. Bonus-Stage. Ich drücke einfach mal... Ah, verdammt, jetzt habe ich B gedrückt. Verflucht. Nächstes Mal drücke ich einfach direkt Start. Ach, ja, guck mal, er fliegt direkt auf die Nase hier. So, dann wollen wir doch direkt mal hier den Piraten wieder abziehen. Und diesmal haben wir einen anderen Weg. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Belohnung. Wenn das der Fall sein sollte, ist natürlich auch doof, weil da muss ich ja wirklich jedes Bonuslevel spielen. In der Hoffnung, jedes Mal irgendwas zu erhalten, was ich gebrauchen kann. Der ist aber ganz schön schnell diesmal, du. Halayai. Gewonnen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, was gibt's? Wieder nix. Wieder nichts. Eieiei, du, die Bonusrunde ist echt useless. Die werden wir in Zukunft echt mal versuchen auszulassen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Weiter geht's mit die Menhir-Hügel. Ab jetzt. Vorsicht! Eine gehende Granate bewacht den Ort. Ich habe gehört, dass es möglich sei, sie zu zähmen. Danke für den Tipp. Keine Ursache. Oh, oh. Oh no. Die rennt ja schon direkt auf uns zu. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Ich will doch hier erstmal ein bisschen gucken, mich umsehen. Oh, oh, geh weg, du. So, wenn sie schläft, auf sie draufspringen, dann hat man sie auch schon gezähmt. Ich möchte aber hier hinten, ist hinter dem Stein ein Schalter versteckt. Und der öffnet hier zwischen den drei Säulen. Gehst du wohl weg? Eine kleine Pforte. Ich hoffe doch, dass die jetzt hier nicht hinterherkommt. Oh, oh, hab ich mir gerade erschrocken. Okay, wir leben noch. Alles super. Und die blöde Kamera will mich mal wieder nicht machen lassen. So, hier ist ein Käfig. Damit hätten wir doch den ersten schon mal gefunden. Jetzt können wir doch nach oben und die Granate zähmen. Weil jetzt haben wir hier, glaube ich, alles erledigt. Uah. So, wo bist du denn? Komm her, du gutes Ding. Ich werde dich streicheln und füttern. Und im Anschluss explodieren lassen. Wenn ich dich nicht mehr brauche. Zack. Oh, jetzt geht's los. Mit absteigen, drücke A, schneller drücke B. Oh, Turbo. Okay, hier die Tür. Bam, perfekt. Bravo, du weißt, wie man auf der Granate reitet. Schneller drücke B, absteigen, drücke A. Aber ist sie zu schnell, ist, kannst du nicht absteigen. Das war absolutes Deutsch, ich bin echt gut. So, dann haben wir den auch noch. Hier kommt dann wieder eine Granate raus. Und hier... Militärakademie, in diesem Bereich bitte absolut still sein. Die Kadetten müssen sich konzentrieren. Ich hoffe, das war irgendwie seine Stimme. Ich werde es nochmal nachgucken müssen. Weil der gute Klingbart soll ja nicht jedes Mal, wenn er mal erscheint, seine Stimme wechseln. Das wäre ein bisschen ungünstig. Oh oh. Jetzt gibt's Beef. Beef! Ich wecke am besten gleich beide auf, dann kann ich hier immer schön hin und her wechseln, was das Schießen betrifft. Perfekt. So killt man doch Piraten. Boah, 2-1. Gib her das Ding. Und hier ist auch noch eine Tür. Rip. Da, die geht nur auf, wenn man die Piraten besiegt hat. Und hier
wird gerade ein Experiment an so einem Lump durchgeführt, den nehmen wir direkt auch nochmal mit. Der Arme soll ja nicht gebrutzelt werden, ne? So, ab geht's in den nächsten Abschnitt. Und ich würde sagen, für diesen Part war es das auch. Also, wie immer, freut mich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und haut rein. Tschüss.